Und wir starten heute mit diesem Thema. Ein Jahr grün-schwarz, ein Jahr Stillstand in Baden-Württemberg, behauptet zumindest die FDP-DVP-Landtagsfraktion und hat eine Debatte zu diesem Thema im baden-württembergischen Landtag angesetzt. Und die FDP in Gestalt von Fraktionschef Hans-Ulrich Röke lässt kein gutes Haar an grün-schwarz. Die Koalition arbeitet deshalb so geräuschlos, weil gemeinsame Projekte fehlten. Und es ist ja schon ein Treppenwitz, dass Sie sich dafür feiern, dass man wenig hört. Das ist wie ein Unternehmen, das sich bei einer Hauptversammlung dafür feiert, dass es überhaupt existiert und dann erklärt, ja, Umsatz machen braucht man nicht auch noch. So ist die Bilanz dieser Landesregierung, meine Damen und Herren. Von Stillstand könne keine Rede sein, sagt dagegen der Vorsitzende der Grünen-Fraktion Andreas Schwarz. Ganz im Gegenteil, die Zahl der Erfolgsprojekte der Landesregierung sei groß. Hinzu käme eine topseriöse Finanzpolitik. Wir werden zu einem ausgeglichenen Haushalt, zu einem Abbau des strukturellen Defizits übergehen. Und ich kann es Ihnen hier ganz klar sagen, wenn es nach uns geht, machen wir in den nächsten Jahren auch keine neuen Schulden und wir werden keine Steuererhöhungen vornehmen. Da liefern Grüne und CDU hier im Landtag. Da passt kein Platz zwischen uns, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das sieht auch CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhardt so. Top-Wachstumsraten, beinahe Vollbeschäftigung, niedrige Kriminalität, positive Urteile der Medien und beste Umfragewerte. Grün-Schwarz, eine Erfolgsgeschichte. Man hat sie nicht gesucht, aber gefunden. Aber ich will Ihnen aus Erfahrungen, übrigens auch von Psychologen, sagen, die Beziehungen, die sich gefunden haben, die sind meistens realistisch stabiler auf Dauer geblieben, wie die, die im Anfangseuphorie dann sehr schnell sozusagen in die Realität angekommen sind. Keinen Stillstand, sondern einen Rückschritt bescheinigt die AfD der Landesregierung. Fraktionschef Meuthen bezeichnet die CDU als nominalkonservativ. Und es sei vorher undenkbar gewesen, dass die CDU als Juniorpartner mit den Grünen koaliere. Man kann nur froh sein, dass konservative Granden wie Adenauer, Erhard oder Strauß das nicht mehr mitbekommen. Die würden sich im Grabe umdrehen. Und ja, aber natürlich, es ist für jedermann offensichtlich. Die nicht nur bis zur Krawattenfarbe durchgegrünte Union lässt sich von unseren grünmarxistischen Gesellschaftsklempnern ordentlich den Schneid abkaufen. Kritik an Grün-Schwarz auch von der SPD. Die Koalitionspartner seien zu unterschiedlich, um wichtige Zukunftsthemen anzugehen, beispielsweise die Weiterbildung im Zeitalter der Digitalisierung. Wir brauchen eine Landesregierung, die diese Prozesse nicht nur geschehen lässt. Wir brauchen eine Landesregierung, die Impulse für Weiterbildung setzt, die Impulse für mehr Bildungschancen setzt und nicht Lehrerstellen streicht. Und wir brauchen vor allem eine Regierung, Herr Ministerpräsident Kretschmann, die nicht ein Wort prägt, wie vor wenigen Tagen von Ihnen im Interview zu lesen, der Kompromiss sei ein Wert an sich. Ministerpräsident Winfried Kretschmann reagierte auf die ganze Kritik der Opposition gelassen. Wenn das alles sei, könne er beruhigt aus der Debatte gehen. Diese Regierung ist gut aufgestellt, sie arbeitet gut und ordentlich. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, sie arbeitet besser, als ich es geglaubt habe. Warum? Weil sich beide Koalitionspartner daran orientieren, was ist wichtig für dieses Land und was ist wichtig für seine Menschen. Nur dann könne man ideologische Gräben überbrücken. Die Koalition hätte sich wirklich nicht gesucht, aber gut gefunden, so Kretschmanns Fazit. So werde man das Land weiterhin voranbringen.